Ja, herzlich willkommen zu 5 Minuten virtuellen internationalen Networking unserer digitalen internationalen Woche. Mein Name ist Andreas Faulstich und ich spreche hier für den Bereich Sprachen international am nördlichsten Hochschulstandort in Rheinland-Pfalz. Als Networking noch nicht virtuell war, dahin müssen wir mal zurückgehen, waren internationale Wochen ein regelmäßiger Bestandteil unseres Curriculums. Für fast 20 Jahre ein siebentägiges Feuerwerk der internationalen Optionen mit jährlich wechselnden Mottos und ganz vielen internationalen Partnern. Was kam dann? Dann kam der Lockdown. Und unsere Vorbereitung für ganz viele Events, Messe- und Vortragsprogramm, Nations Soccer Cup, Multi-Beach Court, internationale Küche und internationale Tanz, all das war plötzlich hinfällig. Wir wollten natürlich diese Optionen nicht fallen lassen und dadurch kam uns die Idee, die vielen Dinge, die jetzt eben nicht mehr realisiert werden konnten, doch noch umzusetzen und neue Strukturen zu schaffen, um vertraute Ziele zu erreichen. Und unsere Fragen, die da natürlich sofort kamen, waren, lässt sich denn die Begegnung vor Ort durch virtuelle Mobilität ersetzen? Werden unsere internationalen Partner mitspielen und das Format positiv aufgreifen? Wird die digitale Kommunikation über Ländergrenzen, Bandbreitenprobleme und Sonstiges hinweg funktionieren? Wir haben aber auch sofort die Chancen des neuen Formats entdeckt, denn wir konnten für unsere Hauptzielgruppen Lehrende, Studierende, Personal nicht nur an der eigenen Hochschule ein Angebot machen, sondern wir konnten auch unsere Partnerhochschulen viel stärker aktivieren, da jetzt auch die Studierenden, Lehrenden und das Personal von dort aktiv teilnehmen konnten. Und so entstand eine Reise in 80 Tagen um die Welt. Anfang April kam die Idee bei uns auf. Es wurde ein Grobkonzept beschlossen. Dann kam Mitte April eine Gästeliste zustande mit ganz vielen Exchange-Alumni, International Offices, Key Contacts der Fachbereiche. Und Anfang Mai hatten wir bereits 15 Zusagen von internationalen Partnern, sodass wir jetzt wussten, wir konnten ein Programm aufstellen und unsere eigenen Events, auch Social Events im Internet, wie etwa eine Virtual Cocktail Party, darum bauen. Der Durchführungszeitraum war dann die erste Juniwoche und im Nachgang gab es natürlich eine Social-Media-Dokumentation, um eben das Ganze auch noch weiter nutzen zu können. Bei den Studierenden einer Hauptzielgruppe merkten wir lebhafte Chat-Diskussionen und Diskussionen in Zoom-Sessions. Wir hatten zahlreiche Beratungsanfragen, Anmeldungen zu vielfältigen internationalen Projekten und eine Motivationssteigerung fürs Auslandsstudium. Bei den internationalen Studierenden, die wir natürlich auch mit angesprochen haben, wurde Remagen vielleicht auf der mentalen Weltkarte erstmals verankert. Wir hatten einen intensiven Austausch zwischen ehemaligen, künftigen und gegenwärtigen Incomings. Wir brachten sie mit unseren grundständigen Studierenden zusammen und konnten sie aktiv in die Events mit einbeziehen. Was die Lehrenden anging, war natürlich der Austausch zu den je eigenen Fachgebieten ganz wesentlich. Und als Anerkennung gab es auch ein Zertifikat für alle aktiv Mitwirkenden, um ihnen auch beruflich vielleicht eine Chance mehr zu eröffnen. Wir konnten Leute einbeziehen, die ansonsten aufgrund von Reisekosten und sonstigen Dingen nicht hätten dabei sein können. Beim Personal haben wir gemerkt, dass sehr unterschiedliche Dienststellen und Fachbereiche vertreten waren, dass auch positive Aspekte für die Studienberatung gewonnen werden konnten, dass Ideen für Staff Mobility und Staff Training entstanden sind. Und auf diese Weise konnten wir natürlich ganz vielfältige Ziele erreichen. Und so zurück zu unseren Ausgangsfragen. Lässt sich die Begegnung vor Ort virtuell ersetzen? Werden sich unsere Partner aktiv einbringen? Und schaffen wir es mit der digitalen Kommunikation? Nach dem Talk ist jetzt vielleicht die Antwort keine so ganz große Überraschung mehr. Wir sind der Meinung, ja, es geht. Es ist kein vollständiger Ersatz, aber es ist eine gute Ergänzungsmaßnahme, die die Teilnahme verbreitert und auch Kolleginnen und Kollegen gewinnen kann, die sonst nicht hätten dabei sein können. Insofern ein echter Mehrwert. Aber die Co-Moderation ist wichtig. Wenn die Technik hängt, smile.
Wenn gar nichts mehr geht, smile even brighter. Insofern, bleibt vernetzt und bleiben Sie vernetzt. Und ich würde mich freuen, die einen oder anderen auf der Webseite wiederzusehen und vielleicht in einen Austausch einzutreten. www.hskoblenz.de/rack-iw. Ganz vielen Dank und ich freue mich auf den Austausch.